Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute Sonntag, den 30. Mai, morgens um 9:45 Uhr, im strahlend blauen Himmel, mega geiles Wetter und in der Sonne schon, kann man es erkennen, 36 Grad. Da erkennt man es. Richtig, richtig mega schön. Also da tut man wirklich richtig gut. Man hat eine ganz andere Laune. Und jetzt werden wir erstmal draußen schön den Tisch decken und frühstücken. Hallihallo, Hallöle. Kennt ihr mich überhaupt noch? Vor allen Dingen, erkennt ihr mich noch? Ja, ihr wisst, da ist Steffi, die sitzt draußen und kneift die Augen zu. Ja, bevor ich jetzt hier loslege, heiße ich noch zwei Personen willkommen, und zwar meiner Schwester und meinem Schwager. Willkommen auf meinem Kanal, liebe Jacqueline, lieber René. Der René hat sich ein neues Video gewünscht. Er wollte wieder was zu lachen haben. Also da bin ich, Chris, was zu lachen. Vielleicht. Man weiß es nicht. Ja, warum war ich nicht da? Ich brauche nur Speicherkarte sagen. Die war nämlich kaputt, da ging gar nichts mehr. Und ja, bis ich dann eine neue zur Hand hatte, das hat was gedauert. Und ich muss sagen, die Pause, die ich da so hatte, war auch gar nicht verkehrt. Zwischen den ganzen Schulgedöns, dieses Hin und Her, Schule, dann keine Schule und so weiter und so fort, tat das mal ganz gut. Ja, ab morgen ist wieder hoffentlich geregelter Tag oder Woche. Da gehen die Kinder nämlich wieder täglich zur Schule. Wird ungewohnt, aber schön. Tut den Kindern vor allen Dingen auch sehr gut. Ja, so, wie sagt man, die Lehrer können das eben besser erklären. Deswegen sind sie ja Lehrer geworden. Oder man hofft, die können das besser. Und man kann mal wieder durchatmen. Ne? Man hockt nicht so hier aufeinander und ja, das ist ganz schön. Genau. Ja, eigentlich ist das ja heute ein ungewöhnlicher Tag, um ein Video zu beginnen. Das geht auch jetzt nur heute, um wieder auch in meinem Rhythmus reinzukommen. Aber ich wollte einfach ja, mal wieder Hallo sagen. Da haben ja einige nachgefragt, wo ich bleibe. Dafür vielen Dank, dass ich doch vermisst werde. Genau. Ja, jetzt sitze ich hier draußen, kneife die Augen zu. Wir werden jetzt hier gleich frühstücken. Das Wetter, das muss man einfach ausnutzen. Wer weiß, wie lange es noch ist, weil wir hatten ja wirklich ganz lange Regen. Ich glaube, gestern war schön gewesen. Vorgestern auch einen halben Tag und eben jetzt morgens. Wenn du morgens von der Sonne geweckt wirst und draußen frühstücken kannst, was Besseres gibt es doch gar nicht. Ja, der Udo war in der Zeit, wo ich nicht gefilmt habe, wie immer fleißig. Der hat mit den Umbauarbeiten begonnen. Jetzt sind einige Pläne über Bord geworfen worden. Dafür sind neue entstanden. Ihr werdet natürlich dabei sein. Und ja, der Spatz sitzt, ein Babyspatz sitzt am Zaun, jetzt ist er weg und hat versucht, die Fliege zu fangen, die vor seiner Nase kreiste. Ja, was war denn sonst noch gewesen? Wie gesagt, hat Schul hin und her, ja, Termine hatte man. Ich war beim Zahnarzt. Und zwar war ich jetzt Dienstag gewesen und zwei Wochen davor Dienstag auch. Genau, ihr wisst ja, wie gerne ich zum Zahnarzt gehe, nämlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, das war dienstags morgens gewesen. Da dachte ich hinten an meinem Backenzahn, ich denke, na nun, warum tut der auf einmal so weh, wenn ich kau? Keine Ahnung, ich schon direkte Panik. 12 Meter über mir, ich denke, oh nein. Und das tat weh und dann, ich bin dann ne, mit Zahnseide dran. Hab das halbe Mittagessen vom Vortag noch rausgeholt. Ja, ganz so schlimm war es nicht, aber da war was drin. Und ja, dann kam der Udo von der Arbeit. Ich so, hör mal, ja, dann sagt er, komm, dann lass. Weil, genau, das war in der Woche, war glaube ich Donnerstag auch ein Feiertag. War der Vatertag? Genau, Vatertag. Meine ich, war da gewesen.
Und dann sage ich, Udo, ich so, bei meinem Glück, ich sag, habe ich da genau dann am Vatertag, dass ich dann zum Notdienst muss. Und ja, grausam, ich war einmal beim Notdienst. Ich dachte, ich wäre in eine Metzgerei gelandet, aber ja, stand Zahnarzt dran, ne? Und dann seitdem habe ich dann noch mehr Panik davor. Ja, und dann sind wir dann, genau, mittwochs, wenn die, sind die Kinder zur Schule gegangen. Und dann sage ich dann zu ihm, ich so, wer weiß, wie lange ich warten muss. Wer weiß, was in der Schule ist, wo ich dann, ne, zu Hause sein muss. Ja, und dann sind wir dienstagabends noch dahin. Aber wie das so ist, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Wenn ihr wisst, ihr müsst zum Arzt, geht es euch gut. Da habt ihr nichts. Ja, und dann war da auch nichts. Ja, und Gott sei Dank habe ich mich selbst gerettet. Es war das Stück, was dazwischen wohl hang irgendwie. Ja, der Zahnarzt nachgeguckt, nein, alles gut. Das war der beste Zahnarztbesuch, den ich jeweils hatte. Erst hatte ich Angst und dann wurde nur nachgeguckt und alles war gut. Das war schön. Naja, ich direkt einen neuen Termin gekriegt für die Verfüllung des Vorderzahnes, weil ich hatte im Februar, Januar, Februar, weil ich ja verschwitzt hatte, wirklich in dem ganzen Stress dann auch mal vergessen hatte. Ja, dann war ich dann Dienstag da, 2 Stunden. Danach war ich gefühlt nervliches Wrack. Dann bin ich dahin, da wurde eine Zahnreinigung gemacht. Davor hatte ich noch nicht mal wirklich Angst. Ich weiß, ja, für mich ist das unangenehm, ne? Und ich komme dann dahin und bekam direkt vorne so eine Bullenspritze. Also der hat gefühlt 3 Liter Narkose da reingekloppt. Du hast das Gefühl gehabt, hier war alles weg. Aber es war mega gut, kann ich euch sagen. Ich habe gar nichts mehr gespürt. Das war der Vorteil. Naja, dann wurde die Zahnreinigung gemacht. Die war gar nicht so schlimm. Ja, also, ja, und dann kam irgendwann der Zahnarzt und hat mir dann meinen Zahn verfüllt, sauber gemacht. Dann kamen diese Voodoo-Nadeln. Wenn ich die schon sehe, da habe ich schon Gänsehaut, so wie jetzt auch. Ja, dann saß aber wohl die Füllung nicht richtig, weil da muss er dann nochmal zum Röntgen, dann wieder der ganze Scheiß raus und dann wieder rein und dann, boah, da habe ich dann irgendwann gesagt, kann ich dann jetzt mal, wann ist denn Ende? Ich möchte nach Hause, ne? Ja, und dann war nach 2 Stunden war dann gut gewesen, jetzt mit Wartezeiten und alles, ne? Ja, und jetzt muss ich dann nächste Woche Dienstag wieder hin, dann wird der komplett zugemacht. Also ich denke mal, jetzt wird noch, also ich habe noch eine Zementfüllung drin. Ich denke mal, falls was ist. Ey, leise. Falls was ist das dann. Das hört sich an, als wenn jemand den Pool sauber macht. Na, jetzt fangen die alle an. Wir müssen aber noch. Naja, auf jeden Fall ja, habe ich das überstanden. Und ich bin gespannt. Ja, das war gewesen. Was war denn noch gewesen? Ich war beim Frauenarzt auch endlich mal nach über einem Jahr wieder. Da ist Gott sei Dank auch alles gut. Und ja, das war halt erstmal an Termine gewesen. Ja, sind so, was man so täglich hat. Hausaufgaben, Haushalt, alles so lief nebenher. Ja. Genau, und jetzt zeige ich euch erstmal, ich habe bestimmt die Hälfte vergessen, das weiß ich. Kommt dann irgendwann wieder. Zeige ich euch, was der Udo gemacht hat und was wir noch machen müssen und was wir noch machen werden und. Ich drehe euch jetzt einmal um. Jetzt habt ihr lange genug mein Gesicht gesehen. Nicht wahr, René? Als allererstes meine Krötis. Da sitzt eine da und da ist Paule, ne? Paule wartet darauf, dass er fressen kriegt. Zwicke ich mal hier ein Stück fette Henne ab. Jetzt wartet mal. Guck mal hier, Paule. Paule, komm mal her. Pauli? Lisi? Ey, jetzt lasst mich hier nicht so doof sitzen. Guck mal hier, lecker, lecker. Guck mal hier, lecker, lecker, komm. Paule? Wo bist du denn? Ach da, ich sehe dich jetzt. Komm mal her. Guck mal, Lisi kommt auch angejumpt. Ja, komm. Guck mal, wie die sich da durchgräbt. Könnt ihr die sehen? Ja, komm mal her. Ja, Hummel ist auch da. Die beobachtet hier alles. Wer schneller? Okay.
Da ist der Paolo. Komm her, Lissi. Komm mal her. Komm. Komm mal her, du kriegst das da. Genau, die wetzen auch um seit, ja gut, 3 Wochen. Da kommen die auch Tag und Nacht und auch bei nicht ganz so schönem Wetter laufen die hier rum. Genau, so, jetzt zeige ich euch einmal meinen Blick, Hummel. Jetzt muss ich meinen rückwärts latschen, den ich habe, wenn ich hier rauskomme. Diesen Anblick habe ich hier seit 2 Tagen. Ach ja, diese Elsteine da, die habe ich auch noch angenommen. Die hat der Udo auch schicken lassen und hat sich ganz viel Zeugs geholt in der Zeit. Und ja, so schön sieht also der Garten zurzeit gar nicht aus. Wir werden auf jeden Fall heute den Pool machen. Wird ja auch langsam Zeit, hallo, wir haben Juni fast. Da haben wir letztes Jahr schon, waren hier schon alle schwimmen. Genau, der wird dann gemacht. Das hat Udo schon zigmal leer gemacht und immer wieder hat es geregnet. Und ja, das ist dann wieder gefüllt worden. Genau, die Natur, die hat sich gemacht. Der Bambus, seht ihr, da die ganzen Sprießeldinger da nach oben. Da wohnen wieder Meisen drin, aber diesmal keine Blaumeisen, sondern die ganz normalen Meisen. Hinter meinem Stiefmütterchen Dingsbums da. Mein selbstgezogener Apfelbaum hier. Auch hier. Die haben sich auch so gemacht. Jetzt seht ihr den Bambus da auch noch, die Sprossen. Genau, die Hummel ist hier. Das kommt auch wieder sehr gut. Seht ihr? Zack, 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 zack. Hier steht auch Zeugs rum, alles. Meine Erdbeeren. Die sind richtig schön geworden. Ja, die Vögel haben hier alles Nistmaterial fallen lassen. Muss ich mich auch mal beschweren. Unser Salat, mega, da haben wir schon 3 Stück von vernascht. Hier unsere Birne, die werden auch, wie dicht der geworden ist, ne? Jetzt haben wir Wilderdbeeren, unsere Gurken, da sind ganz viele dran. Die Tomaten sind irgendwie auch explodiert. Zucchini. Hier mein Trompetenbäumchen, wo ich dachte, der ist kaputt gegangen. Den habe ich mir letztes Jahr geholt. Der stand auch noch damals an der anderen Mauer da oben. Und den haben wir jetzt hier hingepflanzt. Und da habe ich zum Udo gesagt, der ist kaputt. Ich sage, den können wir wegtun. Nein, der wird eingepflanzt. Gut, dass ich auf ihn gehört habe. Der sieht nämlich schon so aus. Ja, wie gesagt, sein Pampasgras hier, da kommt noch nichts Neues. Hier steht auch so ein Teilchen. Hier unsere Kartoffeln. Wir haben ja dieses Jahr Kartoffeln gepflanzt, um den Kindern mal zu zeigen, wie das so vonstatten geht, wie das funktioniert. Hier ist Emmas Brombeerstrauch ohne Dornen. Ja, mein Schnittlauch. Petersilie. Und Knoblauch. Ich wollte noch irgendwas gezeigt haben. Ja, die Hecke ist einigermaßen geschnitten worden. Hier muss noch, aber jetzt können wir ja nicht. Wegen den Piepsis da drin. Ja, die habe ich ja hier selber bepflanzt. Die sind auch sehr schön. Und mein schönes Blätterdach. Wir haben Schatten. Da ist er. Vom Baum. Der Apfelbaum hier, der hat sich auch gut gemacht. Der Flamingo, finde ich genial, wie der da so rausguckt. Und jetzt zeige ich euch
wie das hier an dem Tisch, der noch gedeckt werden muss, aussieht. Und zwar, unser Badezimmerdach ist weg. Das lag ja da auf, wo die dunklen Teilchen da sind. Und jetzt haben wir das um 50 cm angehoben. Und dann kommt da das Dach drauf, damit wir mehr Platz im Badezimmer haben. Genau, damit wir da nicht im Angst haben muss, wenn du dich ausstreckst, dass alles von der Decke fällt, die Lampe und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, dann wird das Dach gemacht. Dann kommt hier ein Dach drüber und unsere ganzen Möbel dann dahin. So haben wir das vor. Genau, wir lassen uns überraschen, wie es im Endeffekt sein wird, werden wird, aber das wird schon schön. Ja, das sind so die Bauarbeiten, die der Udo so gemacht hat in der Zeit. Immer ein bisschen, natürlich hat der Kumpel geholfen, alleine hätte er das gar nicht hingekriegt und ich bin da ja keine gute Hilfe. Ich kann nur die Männer da noch anspornen und bekochen. Naja, das habe ich nicht wirklich gemacht. Aber ich habe mich trotzdem gut gekümmert. So, und das werde ich jetzt auch machen, denn ich werde jetzt mit dem Udo den Tisch decken und dann werden wir erstmal frühstücken. Was hast du denn so einen langen Hals, Lisi? Und wer die Vase hier reingestellt hat, weiß ich auch nicht. Wie sie guckt. Was ist los, hm? Kleiner Filmstar, du. Zeit sag ich bis später. Sieht der Vater nicht wieder toll aus? Er macht den Pool leer und er hat seinen Sonntagslook hier auf und an. Zeig mal, wie schön der aussieht. Ach Gott, Udo, wir reden vom Kopf. Ja, er hat irgendeinen Kostümhut auf, aber er möchte keinen Sonnenbrand kriegen. Guckt euch diesen Anblick an. Kennt ihr den noch? So sieht das jetzt aus. Und guckt, azurblaues Wasser, aber guckt euch den Johnny da mal an. Ich wackel so, weil er mich schüttelt. Aber gut, der wird gleich weg sein. Udo hat sich da hinten hinterm Bambus versteckt. Der kommt da gerade hergekrochen. Ja, auf jeden Fall ist das wieder ein ungewohntes Bild. Ach ja, das wollte ich gerade noch gezeigt haben. Bis, ich glaube, im Februar, März, April wurde dieser Kasten nicht genutzt. Und jetzt wird er benutzt und schön gefüllt. Da war doch gerade eine drin, oder? Die kommt gleich bestimmt raus. Auf jeden Fall, ja, sieht man, dass das definitiv genutzt wird. Und ich finde das immer noch so, so, so schön. So sieht jetzt der Zwischenstand aus. Nach einigem Gefluche und Gemecker vom Hausherren wird jetzt hier sauber gemacht und dann befüllt. Nicht wahr? Ja, der ist in seinem Element. Wir lassen uns überraschen. Und ich mache jetzt meine Lieblingsbeschäftigung. Ich werde jetzt, komm, zeig dich, Spargel schälen. Denn heute gibt es Schnitzel mit Spargel und Hollandaise. Da haben wir dann einmal Spargel, Kotelett, Schnitzel, wie auch immer, Hollandaise. Und hier sind die Kartoffels. Genau, guten Hunger. Jahre später, aber Stunden später. Wir haben jetzt, wie spät haben wir? Ich glaube 18 Uhr. Ja, 18 Uhr. Und läuft schon rein? Jo, und der Chef versucht hier die Pumpe anzubekommen.
Wir lassen uns mal überraschen. Mein alter Platz hier im Badezimmer. Jetzt wisst ihr, warum das stille Örtchen heißt. Weil es hier auch nicht still ist. Denn Wasser läuft ja draußen noch. Genau. Ich werde mich aber jetzt heute von euch verabschieden. Denn ich möchte ja noch den Vlog hochladen und euch überraschen. Mit meinem Erzählen hier, mit meinem Gesabbel. Nein, aber damit wir morgen wieder in unserer normalen Routine drin sind. Ich bin mal gespannt, ob ich es nicht vergesse. Die ersten Tage, wo ich nicht gefilmt habe, waren noch ungewohnt. Ja, und man gewöhnt sich ja schneller an neue Dinge, ne? Genau. Aber wir werden jetzt noch zusammensitzen und ich denke mal noch ein paar Spiele spielen. Und dann ist auch schon wieder der Tag rum. Der ging heute irgendwie viel zu schnell um. Ja, der Pool, denke ich mal, wird noch weiterhin volllaufen. Oder der Udo macht es sauber oder was weiß ich. Wir werden es sehen. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Restsonntag. Genießt die Sonne noch. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.